Restlotto präsentiert Studio Los, die erste Late-Night-Show in einer Pappkiste. Glanz und Glamour liefern allein sie. Prominente NRW-Ikonen, die für euch um einen heißen Gewinn spielen. Zugegeben, die Campingstühle quietschen und mein Spotlight ist ein Baustrahler. Macht aber nix, denn Westlotto will kein fancy Studio, sondern mit seiner Kohle lieber Land und Leute in NRW unterstützen. Schauen wir mal, was wird. Hallo und herzlich willkommen zu Studio Los! Der ersten Late Night, die kein teures Studio braucht, sondern eine Pappkiste hat und Campingstühle. Denn unser Gast und Geldgeber Westlotto steckt sein Geld lieber in das Land NRW statt in ein teures Studio. Und das ist sehr schlau, denn das bedeutet für euch, ihr Lieben da draußen, es gibt hier nicht nur tolle Gäste, tolle Spiele, sondern auch saftige Gewinne für euch. Also dranbleiben lohnt sich und ich würde sagen, Studio los geht's. Wir kommen zu unserem heutigen Gast. Er ist eins der vielversprechendsten Talente aus NRW und ich würde sogar sagen aus Deutschland. Er hat vor gerade mal 2 Jahren mit Stand-Up-Comedy angefangen und stand bereits nach wenigen Monaten bei der XXL-Comedy-Nacht auf der Bühne vor 13.000 Leuten und das wirklich zu Recht. Ich kann mit Stolz sagen, dass er ein guter Freund von mir ist und ich freue mich sehr, dass er Zeit und Lust hatte, uns hier heute bei Studio Los zu besuchen. Hier ist Toni Bauer! Setz dich gerne hier auf einen edlen Stuhl, du. Hör mal, ist schon am Knacken, ne? Ist immer eine knackte Stühle, ne? Die Stühle knacken, aber du musst dir keine Sorgen machen. Das schon auch. Sehr, hält dich aus. Sehr bequem auch. Ja, ne? Ist auch schön hier im Schuhkarton. Oder? Gut, ja. Kriegst du direkt ein bisschen Campingwein? Ja, das ist schon Wahnsinn, ehrlich. Warst du so campen mit der Familie eigentlich früher? Nee, ich war im Hof. Im Hof? Du warst ein Hofkind. Ich war im Hof, im Zelt. Du kommst ja aus dem Ruhrpott, aus Duisburg, ne? Bist wie ich ein Kind des Ruhrpotts. Ein Glück. Ein Glück. Würdest du, das finde ich ja eine schöne Überleitung, würdest du sagen, aus dem Ruhrpott kommen ist ein Glück? Wir sind ja hier 100%. Bei Glücksspiel auch. Deshalb passt es. Deshalb wurde ich auch eingeladen. Beides ist quasi wie ein Sechser im Lotto. Du kommst aus dem Pott und in deinem Comedy-Programm geht es ja auch darum, dass du bei deinen Pott-Großeltern aufgewachsen bist. Ne? Oma und Opa. Die kriegen ja ich als gute Freundin, kenne natürlich dein Stand-Up-Programm in- und auswendig. Dann sag mal was jetzt. Merkst du selber. Nee, dein Lieblingsspruch, ich weiß nicht, ob wir den rausschneiden müssen, aber den Lieblingsspruch, den du auf der Bühne machst, den ich mittlerweile auch verwende, ist, wir sehen uns in alter Frische oder mit einer frischen Alten. Ja, das... Das macht Toni, das sagst du ständig, ist einfach so. Und das Geile ist, das muss man dazu sagen, der Spruch kommt... Der funktioniert immer. Ja, und der kommt vor allem von deinem Opa. Ja, ja, der sagt den immer. Der also, sagt, und mehr muss man ja über deine Großeltern auch nicht wissen, muss man an der Stelle mal sagen, ne? Ja, die sind Wahnsinn. Cool, die haben dich ja auch ordentlich supportet. Ja, mit Alltagsgeschichten, die da zu Hause stattfinden. Ja, ich meine, sie sind ja nicht nur großer Bestandteil deiner Comedy-Nummern, sondern sie haben dich ja auch auf deinem ganzen Weg als Toni, als Mensch, als Toni-System, haben sie sich ja sehr, sehr supportet. Das stimmt. Und du hast ja einen wirklich besonderen Weg hinter dir, muss man sagen. Mhm. Du hast jetzt gerade nicht deinen Rucksack mit, den du ja sonst auf der Bühne eigentlich immer tragen musst. Ja. Dein Programm heißt Fallschirmspringer und das hat beides miteinander zu tun. Ja. Erzähl mal, warum. Also ich habe ja Kurzdarmsyndrom. Ja. Und der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe und deshalb kann ich quasi kein Essen, die Nährstoffe aus dem Essen nicht mehr resorbieren. Und ich kriege das aber immer nur abends. Ne? So eine Infusion quasi, die so in so einem Rucksack ist, die kriege ich dann über abends und über Tag bin ich dann wie Pinocchio, ein richtiger Junge, keine Ahnung. So wie jetzt gerade. Der Rucksack knallt auch nicht immer mit jedem Outfit, da bin ich auch ehrlich. Aber als die Krankheit ausgebrochen ist, war ich ja lange in Mannheim im Krankenhaus. Ja. Und da war der Schlauch am Anfang im Hals. Und der wurde dann in die Brust operiert quasi, weil die Bakteriengefahr im Hals so groß ist. Und als die Operation fertig war, saß meine Mama neben mir und habe ich meiner Mama gesagt, Mama, ich bin jetzt wieder ein richtiger Junge. Ich kann alles machen, ich kann wieder ganz normal sein. Und da ist der Chirurg an meinem Zimmer vorbeigelaufen und der hat es gehört. Und der kam rein, es war so ein Alteingesessener, so ein Chirurg, der nie lacht, du weißt ganz genau. So. Ich weiß, du weißt genau, jeder weiß, die besten Chirurgen, besten Ärzte, aber die haben so viel erlebt, die sind Zyniker geworden. Und dann kommt der rein
und guckt mir tief in die Augen und tätschelt so meinen Oberschenkel und sagt zu mir, Toni, du bist jetzt ein Fallschirmspringer. Das, was du hast, ist dein Fallschirm. Du musst sehr gut darauf aufpassen. Das geht nie wieder weg. Und dann ist er gegangen und ich wusste, mit 8 Jahren hat er mir erzählt, dass ich nie wieder gesund werde. Und dann ist das Programm so eine Hommage an die damalige Zeit und wie eigentlich die ganze Zeit mich so ein bisschen stärker gemacht hat und dass ich jetzt weiß, dass so jeder Tag zählt. Das heißt, dein Fallschirm ist auch dein Glücksbringer, kann ja, man sagen. 100%, ja. Toni, ich würde gerne mit dir eine Blitzfragerunde machen. Das heißt, ich stelle dir entweder oder Fragen und du musst versuchen, so schnell und impulsiv wie möglich darauf zu antworten. Yes? Alles klar. Wir spielen Wo machst du dein Kreuz mit Toni Bauer? Wo machst du dein Kreuz? Es geht los. Konzentrier dich, Schatz. Ich bin. Wer hat mehr Humor? Duisburg oder Köln? Köln. Wo gibt's das bessere Publikum? Open Mic oder XXL Comedy? Open Mic. Größere Inspiration? Thorsten Sträter oder Kevin Hart? Kevin Hart. Backstage-Buffet oder Sonntagsbraten von der Oma? Sonntagsbraten von Omi. Jawohl. Wie nennt Mama dich? Toni oder Anthony? Krümel. Oh. Die besten Ideen kommen von dir am Tag oder nachts? Ich weiß es. Auf dem Pott. Die besten Witzvorlagen liefern? Oma und Opa oder die Kumpels? Die Kumpels. Einmal bei LOL dabei sein mit Anke Engelke oder Kurt Krömer? Kurti. Lieber 1 Million im Lotto oder 1 Million Fans auf Instagram? 1 Million Fans auf Instagram. Toni, das war richtig schnell und impulsiv. Natürlich, vielen Dank dafür. Natürlich. Killer. Vielen Dank. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir direkt weiter mit unserem Spiel. Und zwar heißt das Cash-Trommel. Bist du ready? Born ready, baby. Yes. Was muss ich machen? Wir spielen Cash-Trommel. Auf geht's. Okay. Und jetzt? Wir haben einen Trainer jetzt. Ach so, Trainer jetzt. Die Cash-Trommel. Hör mal, da ist sie, die Cash-Trommel. Faszinierend. In dieser Lostrommel befinden sich ja mehrere Kugeln. Jede davon steht für ein anderes Spiel. Das heißt, es wird gleich ein Glücksfall sein, welches Spiel wir spielen. Je mehr Punkte du erzielst, ja, desto mehr können die da draußen nämlich gewinnen und so schneller auch. Denn du spielst nicht für dich selbst, sondern du spielst für unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ne, Toni? Also, hegt nicht allzu große Hoffnungen in mich, sag ehrlich, okay? Und zwar wollen wir von euch dafür aber auch etwas wissen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Wir suchen einen Witz, den nur Rheinländer verstehen. Schreibt es in die Kommentare und dann könnt ihr hier bei dem Gewinnspiel mitmachen, was hoffentlich Toni jetzt ordentlich vorlegt. Okay, ich alles klar. Das heißt, ich bin jetzt hier am Rotieren. Du ja? kurbelst an und dann ich zieh raus, oder was? So, komm, jetzt aber. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Geht die Scheiße auf. Guck mal, also. Guck mal hier. Hammer, feinmotorisch 1 plus, Toni. So, jetzt sind wir alle gespannt. Die Spannung steigt, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Was spielen wir? Glückskekslotterie. Wir spielen Glückskekslotterie. Woo! Was nu? Jetzt kommt noch ein Jingle! Ach so, Jingle jetzt. Die riechen da gar nicht. Ja, die riechen super lecker, die Kekse. Ja, ne? Die sind wolltest Wahnsinn. Du auch sagen, wie oder? Vom Weihnachtsmarkt. Ja, wolltest du gerade schon fragen, ob er einen essen kann? Ja. Gleich, Toni, gleich. Okay, entschuldige. Wir alle kennen sie, die Glückskeks-Sprüche. Ne? Manchmal stimmen sie, manchmal denkt man sich, wer hat denn hier was rein geschrieben. Toni, ich mache jetzt einen Glückskeks auf, einen nach dem anderen. Mhm. Und jetzt kann ich mir das... Chill. Warte, ich mache schon deine Arbeit. Sehr gut. Immer wieder. Ich mache nach und nach einen Glückskeks auf und werde dir den Spruch vorlesen. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Buchstaben vergessen haben. Mhm. Und du aber trotzdem erraten musst, welche Glückskeks-Weisheit sich dahinter versteckt. Jeden Spruch, den du richtig errätst, ist ein Punkt für die Tafel und damit auch ein Punkt für die, für Community. Die Leute da draußen. Für natürlich. Die Community. Für West-Lotto-Community. Normal. So. Also, mein Lieber. Okay. In as eben ihr Ionen ibt, ach, Linade aus. Warte, mach nochmal. In as eben ihr Ionen ibt, ach, Liane aus. Wenn das Leben dir... Linade aus. Chill mal, ich bin doch in meinem Kopf, hör jetzt auf zu reden. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade raus. Richtig! Ah, Kinder, Toni! Ah, es ist Zeit für Tosch, Leute. Wirklich, ich bin beeindruckt. So, kannst schon mal nicht zu viel essen. Nicht immer, wenn richtig ist. Ja, aber du musst ja trotzdem noch was sagen. So, pass auf, hier geht's weiter. Gib dem Ack der Hank, er Sönse eines Benz zu erden. Was? Das ist ich kann auch auf Holländisch vielleicht mal vorlesen. Vielleicht hilft dich das. Mach nochmal den Anfang. Gib dir Akte Hank. Gib dir Akte Hank, was? Ersöhnse eines Benz zu erden.
fällt mir nichts so ein. Nicht mal eine Idee. Ich würde jetzt ein Gib A jedem kaufen. Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Jo, das habe ich noch nie gehört. Ja, sicher. Das ist doch, dann steht doch wieder da nun an der Karte. Erzähl mir doch nichts. Da war so. Ich noch nie drin. Scheiße. Das ist, scheiße. Jetzt muss ich. So, komm, wie sind denn noch? Sind noch ein paar. Du kannst okay. doch hier. Du hast noch Zeit, okay. um deine okay, Enttäuschung okay. wieder gut zu machen hier ja, bei unseren Leuten. Ist auch schwer so, auf meinen Schultern. Der ist einfach. Der sagt das nicht. Nachher verkacke ich hier und dann sagen alle, der weiß gar nichts. Räume nicht ein Ben. Oder lebe deinen Traum. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Killer, Toni, es ist Zeit für eine Tusch. Normal. Yes. Warum ist die Musik so traurig jetzt? Ich hab doch gewonnen. Das ist ein Tusch. Ein Tusch? Tusch? Ja, okay, alles gut. Machen wir Tuschen auch. So, pass auf. Direkt der nächste hier. Okay. Ebe, Ibe, Ache. Lebe, liebe, lache. Jawohl, und schon wieder ist es Zeit für einen Tusch. Normal, wie der Song von Christine Ott. Kennst du? Ja. Christine Ott, lebe, liebe, lache, du weißt. An id, ur, it, em, ehren, ut, as, esetil, it, für, de, uge, usitbar. Digga, liest du gerade Dantes Inferno auf Italienisch? Was ist das denn, Mann? Mach mal weiter, ja. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Jo, ich komme aus Marxloh, Alter. Schön. Wer soll das? Hat mir noch nie einer gesagt, Junge. Was soll das denn? Ich schenke dir mal eine kleine Frist. So, letzte Chance. Okay. Eder ak ne leelen ist in Ohren ak. Eder ak. Jeder. Ne, jeder ak. Jeder ak. Jeder was? Jeder. Eder ak. Eder ak. Ne, leelen. Leelen. Ist in Ohren ak. Ich finde das ja schön witzig, dass du denkst, wenn du langsam vorliest, dass ich drauf komme. Okay, warte mal schnell. Eder ak, ne leelen ist in Ohren ak. Alles im Leben ist gut. Jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ey, das war da dran. Und damit hast du 3 Punkte erspielt. Wow, 3. Toni Bauer. Diese 3 Sticker hat Toni Bauer, unser Mann aus dem Pott, unser Comedian aus dem Pott erspielt. Die werden gleich von unserer wunderbaren Redaktion hier dran geklebt. Und Toni, ich darf dich bitten, einmal zum Schluss bitte noch auf unserer Hall of Fame Natürlich. Zu unterschreiben. Immer wieder gerne. Du darfst auch all deine Glückskekse mitnehmen, wenn du magst. Nee, hör auf, ich hab schon Bock. Hast schon Bock für? Nee, das wollen wir nicht. Ja, das war unser heutiger Gast und wir kommen jetzt zu einer mir geliebten Rubrik hier bei Studio Los. Und zwar zu Charlottos Bütchen. Viel Spaß! Charlottos Bütchen. Chef? Was, Freund? Hast du was, wovon Männer nicht genug kriegen? Pfeffi? Wovon wir richtig in Fahrt kommen? Autobild. Eingeseift. Ja, Autobild. Ü18. Achso, Wodka. Knickknack. Abifi. Ach so, sag das doch gleich. Da vorne, unterste Schublade. Viel Spaß. Und wasch dir die Hände danach. Charlottes Bütchen. Das war's für heute mit unserer Deluxe-Pappkisten-Late-Night-Studio-Los. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und zum Schluss möchte ich mich wie immer bedanken bei unserer wundervollen Studioband. Hier ist für euch nochmal Klangsalon. You're the guest of honor. In this melody we weave. Thank you so much. For joining, for the joy you freely leave. Thanks for being our guest in this life's grand feast. Your presence adds some flavor, makes the moments a feast. Around the table of friendship, we raise a thankful toast for the time we've shared. For the memories and